Hallo und herzlich willkommen zum DULTV Adventskalender. Ein neues Tagchen, ein neues Türchen, ein neues Spaßchen. Wir haben Star Wars geguckt, denn aktuell ist es ja so, dass zur Weihnachtszeit jedes Jahr ein neuer Star Wars Film kommt. Wie das bei den ganz neuen ist, weiß ich nicht genau, ob die auch zu, ich glaube nämlich die kommen in der Mitte des Jahres. Aber ist ja egal, die letzten drei Star Wars Filme, Star Wars 7, Rogue One und Star Wars 8, kamen bis jetzt Zeit immer im Dezember. Richtig. Und zwar war dieses Jahr Star Wars 8 dran. The Last Jedi oder Die letzten Jedi auf Deutsch. Star Wars, Die letzten Jedi. Den haben wir geguckt. Es ist jetzt ein paar Tage her. Jetzt dachten wir, reden wir einfach mal darüber, wie wir uns den Film so gefallen hat. Und da ich ganz genau weiß, dass wir uns hardcore verplappern werden, habe ich einen Timer gesetzt. Wir dürfen maximal 5 Minuten über dieses Thema reden. Ich setze jetzt hier diesen Timer. Weil wir könnten da Stunden, glaube ich, drüber reden. Ja. Also weil... Oh Gott, ich hasse diesen Sound. Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall drüber reden, denn es ist ein aktuelles Thema und es gehört mittlerweile einfach zur Weihnachtszeit. Ja. Deshalb haben wir gesagt, wir reden jetzt über Star Wars The Last Jedi. Und ich habe hier einen Timer, den starte ich gleich. Wichtig ist noch, wir werden uns nicht streiten. Das haben wir vorher festgelegt. Wir dürfen uns nicht streiten. Also wir haben auch nicht über den Film geredet. Wir haben nur unsere generelle Meinung zu dem Film gesagt und das war schon sehr interessant. Deshalb wird es interessant, von zwei absoluten Star Wars Fans zwei absolut unterschiedliche Seiten wahrscheinlich zu hören. Ich drücke jetzt auf den Timer 5 Minuten und es geht los. Darf ich bitte anfangen? Bitte, auf jeden Fall. Also ich habe den Film gesehen, du hast ihn ja zur Vorpremiere gesehen. Genau, ich war abends am 14. im Kino. Ja. Und ich muss sagen, das Erste, was ich gedacht habe, nachdem ich aus dem Kino raus war, der war ganz schön lang. Auf jeden Aber Fall. Nicht, dass das schlimm wäre, nur mir ist so aufgefallen, fuck man, da ist ganz schön viel passiert und der war echt lang. Und ich hasse Kino, muss ich dazu auch sagen. Ich hasse es, im Kino zu sitzen. Und die Sitze im Kino sind nie geil. Und deshalb kam mir diese 2 Stunden 20 oder was das 100, ist? 152 Minuten. Genau. Die kam mir dann doch sehr lang vor, weil ich habe die 22:30 Uhr Vorstellung und die war um 23 Uhr hat sie angefangen und ich war erst um 2 Uhr nachts aus dem Kino und das, obwohl ich eigentlich einen frühen Termin genommen habe und deshalb, das war viel. Meine generelle Meinung zu dem Film, mir gefällt er sehr gut. Ich habe aber eine einzige Bedenken wirklich, was den Film angeht. Man hat sehr viel gelacht. Also es hat sich manchmal angefühlt wie eine Parodie. Zum Beispiel die Szene, wo Luke dann zum Beispiel so macht. Es hat sich angefühlt wie eine Parodie. Das ist aber nichts, was ich schlimm finde. Ich finde das eigentlich sehr gut. Das hat Spaß gemacht. Gut, wir haben nicht so viel Zeit, Daniel. Nee, was ist deine generelle Meinung? Meine generelle Meinung ist, dass es der schlechteste Film ist, den ich jemals gesehen habe. Film oder Star Wars? Star Wars und sogar fast Film. Weil, so was du sagst, wo du die Bedenken hast, mit der Parodie und den ganzen Komödien drin, das ist so übertrieben viel zu viel. Es macht das Ganze einfach kaputt. Ich meine so, ich bin absoluter Fan von den ersten, also von den ersten Teilen. Und die packen ein. Da guckt man und es gibt Szenen, ich habe immer Tränen bei Star Wars in den Augen bei gewissen Szenen. Diese Szenen gab es jetzt im Großen und Ganzen eigentlich auch, wurden dann aber von irgendeinem Scheiß-Joke sowas von Hardcut-mäßig unterbrochen, wo du dir denkst so, what the fuck ist jetzt gerade passiert? Aber man muss auch sagen, für mich war der Film einfach sehr bildgewaltig. Also Rogue One, für mich ist ja Rogue One ist mein absoluter Lieblings-Star Wars Film. Und ist ja auch immer noch, aber von der Bildgewalt, was man da teilweise geboten hat, diese Riesendraumschlacht, wenn die Rebellen mit dem einzigen Mutterschiff da wegfliegen, wenn das erste Mal Snokes Sternzerstörer im Bildschirm auftaucht und das ist einfach das fucking Größte, was du je gesehen hast, neben dem Todesstern. Das war schon so ein Moment, wo man so gedacht hat, wow! Dann noch auf dem Salzplaneten, wo die mit den Speedern durch den roten Sand geflogen sind und diese Schneewölfe. Es gab definitiv richtig geile Momente. Im Großen und Ganzen wirkt es aber für mich nicht mehr wie ein Star Wars, weil es halt so, und ich bin, und das ist so, was mich, wo ich persönlich mich echt angegriffen gefühlt habe, gefühlt wurde alles, wofür Star Wars stand, mit diesem Film komplett durch den Dreck gezogen. Gewisse Charakter sind einfach nicht mehr so, wie sie damals waren. Luke war nie so ein Player, der irgendwo stand und hat den gemacht. Naja, denk mal bitte an die Szene, wo er in dem Krankenhausbett liegt auf Hoth und Leia ihn geküsst hat und dann sagt Han, du hast ihn geküsst und dann sitzt er so...
Ja. Nee, ohne Scheiß, das ist genau... Das ist jugendlicher Leichtsinn. Nee, das ist der Player. Er ist schon ein Player. Also so übertrieben überhaupt nicht. Er war nie arrogant und das hat er in dem Moment so krass ausgespielt. Es gab so viele Szenen, die... Aber ist es dann noch nicht geil, dass sich Charaktere verändern und nicht über 30 Jahre hinweg immer die gleichen Charaktere bleiben? Ich find's eigentlich ganz geil, ja, weil er war so lange allein. Er hat sich ja auch fast entschieden. Wenn es bei einem ist, vollkommen okay. Dann kann man auch drüber argumentieren. Aber jeder scheiß Hauptcharakter in diesem Film ist nicht ansatzweise so, wie man ihn damals kennengelernt hat. Keiner. Sei es Lea, die zum Schluss dumme Sprüche geklopft hat. Sei es Ray, die nachher dumme Sprüche geklopft hat. Ich mochte es aber ganz gerne. Finn, der in diesem Film komplett überflüssig ist. Ja, das stimmt. Also es gibt eine... Okay, wir haben noch 30 Sekunden. Sag noch deine letzten abschließenden Worte. Ich muss jetzt hier wirklich hart... Das ist vollkommen richtig. Diese 152 Minuten kommen gefühlt auch zustande, weil eine Story in dieser Geschichte ist, die nichts zur eigentlichen Geschichte beiträgt. Okay. Die nette Szene, wo er auf dem Casino-Planeten ist, ja. Das bringt nichts zur Handlung. Das sind 45 Minuten Zeit, okay. Die nichts bringen. Ja. Ich mochte den Film super gerne, guck den auf jeden Fall an. Guck den, er gehört dazu. Ich werde jetzt ein bisschen überziehen, kurz, weil ich muss auch noch mal kurz meine Meinung sagen. Ich habe nämlich eine Sache, die ich noch vergessen habe zu sagen. Ja. Warum ist Snoke einfach so gestorben? Für mich war das der absolute Ultra-Player und ich dachte, wer zur Hölle ist nun mal dieser Snoke? Und auf einmal ist er tot. Das ist der einzige Moment, wo ich dachte, das fand ich jetzt irgendwie doof. Aber das ist wirklich, sonst muss ich dem Film wirklich gute Kritiken geben, weil er hat mich einfach begeistert. Ich habe da gerne zugeguckt. Ich habe manchmal so gezuckt und dachte so, oh nein, und habe gelacht. Ich habe Spaß gehabt. Es war ein rundum geiler Film und auch ein geiler Star Wars Film. Und ich bewerte den nicht. Ich gebe keine Noten. Aber ich gebe auf jeden Fall dem Film einen Daumen nach oben, dass man auf jeden Fall gucken muss. Und der ist für mich definitiv nicht der schlechteste. Obwohl man merkt, dass es ein zweiter Teil ist in einer Trilogie. Und das finde ich, das merkst du bei den anderen Teilen aber nicht. Doch, beim fünften merke ich das extrem. Beim fünften? Ich finde, den Teil 8, gut, man weiß jetzt noch nicht, was im nächsten passiert. Aber rein theoretisch, finde ich, könntest du den derzeit weglassen, weil da ist storymäßig nichts passiert. Naja, bis auf die Jedi-Ausbildung. Aber darüber möchte ich das jetzt gar nicht weiter ausweiten. Das waren die 5 Minuten plus über Star Wars 8, was wir darüber denken, mal kurz zusammengefasst. Und ich glaube, dass dieser Film auf jeden Fall nochmal zu einem Podcast führen wird. Auf jeden nicht Fall, sofort. Muss er. Ich glaube, wir lassen das nochmal ein paar Tage verstreichen und gucken uns dann nochmal in die Augen und sagen dann nochmal, was wir dazu denken. Aber ich würde dazu gerne nochmal einen Podcast machen. Das soll jetzt erstmal grundsätzlich von uns gewesen sein, wie wir den Film fanden. Ich gut, Daniel schlecht. Ihr müsst ihn auf jeden Fall gucken, weil der gehört zu Star Wars dazu. Weil für mich ist er, selbst wenn die Leute sagen, das ist ein schlechter Film, ist es trotzdem kein schlechter Film. Es ist vielleicht das schlechteste Star Wars. Du kannst objektiv nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, weil der Film ist fucking gut. Er ist gut gemacht. Ich möchte auch nicht wissen, wie viel Geld er wieder reingepusht wurde. Die Effekte sind auch einfach gut. Nicht nur die Effekte, die schauspielerische Leistung, alles ist wirklich top. Der Film ist nicht schlecht, nur er ist unter den Star Wars Fans vielleicht auf jeden Fall kritikwürdig. Für mich überhaupt nicht. Ich finde den top. Ich habe alles angenommen und habe einfach geguckt und stand mit offenem Mund da und habe Bock drauf gehabt. Aber ist ja auch in Ordnung. Ja, dafür gibt's das Ganze. Deshalb vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Star Wars noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn. Wir haben ja, glaube ich, nicht allzu viel gespoilert. Eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Storymäßig nichts. Nee. Haben wir gut zusammenbekommen. Genau. Danke fürs Zusehen. Das war das Türchen für heute. Wenn ihr Bock habt auf Star Wars, dann haben wir auch noch einen Podcast für euch. Und der kommt der zu 8 wahrscheinlich auch demnächst noch. Danke fürs Einschalten. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und habt Spaß bei Star Wars. Jingle bell.